In diesem kuriosen, abenteuerlichen Durcheinander, das wir Leben nennen, gibt es bisweilen wunderliche Stunden. Je öfter sie kommen, umso mehr legt sich allerdings die Verwunderung und zuletzt nehmen wir alles hin, kalten Bluts. Nur Fedallah mit seinem Turban auf weißem Haar blieb bis zuletzt ein Rätsel. Woher er kam, wie er in unsere manierliche Welt hineingeraten, welches geheimnisvolle Band ihn, wie sich bald zeigte, so eng mit Ahabs persönlichem Geschick verknüpfte, dass er einen stummen Einfluss auf ihn ausübte und, weiß der Himmel, sogar gehorsam fand. All das blieb uns für immer verborgen. Kalt lassen konnte Fedallah niemanden. Er war ein Wesen, wie es uns gewöhnlichen Sterblichen höchstens einmal im Traum erscheint. Ein Wesen, wie es vielleicht in den asiatischen Mammutreichen noch zu finden sein mag oder auf weltvergessenen Inseln, wo die Menschen sich ihres Urvaters Adam noch entsinnen, einander für Geister halten und Mond und Sonne befragen, warum sie geschaffen seien und wozu.